Ja, hallo, mein Name ist Ralf Maurer. Ich bin Kinder- und Jugendcoach seit 2 Jahren jetzt mittlerweile. Und ich hatte immer so den Wunsch, dass Beruf von Berufung kommen sollte. Und ich habe 20 Jahre fast gesucht. Ich habe irgendwann meine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, habe dann im Bereich Vertrieb gearbeitet, Marketing. Aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass mich das vom Herzen erfüllt hat, was ich da gemacht habe. Ich mache seit gut 6 Jahren ehrenamtlich Jugendarbeit. Und nach so einer sehr stressigen Woche bin ich dann am Samstagmorgen wieder aufgestanden, voll Freude, habe eine Jugendgruppe vorbereitet und dabei gemerkt, wie da mein Herz dafür schlägt und wie gerne ich das mache, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und da ich Persönlichkeitsentwicklung, das war schon immer ein Thema, was mich bewegt hat. Also ich habe ganz viele Seminare früher schon gemacht, von Rhetorik angefangen, Verkaufsschulung und was weiß ich nicht alles. Und habe dann so gemerkt, das ist was, was mich bewegt, was eh so ein Hobby von mir ist. Hab gemerkt, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite in den Jugendgruppen. Und wie es der Zufall so ist, dann manchmal fügt sich das eine ins andere. Ich habe den Daniel Pasch kennengelernt, das IPE, das Institut für Potenzialentfaltung. Und mir war klar, das ist es. Das ist meine Berufung, das, was ich tun will. Also ich habe viel schon mitgebracht als Erfahrungsschatz und habe aber da auch extrem viel nochmal gelernt, weil wirklich die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach ist so eine Essenz aus den besten Techniken, die es eben gibt im Coaching-Bereich. Also was der Daniel Pasch zusammengefasst hat, ist wirklich so ein Best-of. Und ich habe selber gemerkt, obwohl ich einiges schon mal vielleicht gehört habe, was da nochmal komprimiert und wirklich auf den Punkt gebracht. Und es war so, dass ich gesagt habe, okay, man kann es sofort anwenden. Es ist was aus der Praxis für die Praxis. Und ich sehe es ja jeden Tag, wie es bei den Jugendlichen funktioniert, mit denen ich arbeite. Der Daniel hat eben diesen Sprung gemacht, dann zu sagen, Mensch, es wäre doch super, wenn ein Kind schon Zeitmanagement lernt, wenn ein Kind lernt, Probleme eigenständig zu lösen. Und das ist das, als er mir das dann so gesagt hat, ich dachte, ja klar, also hätte ich eigentlich auch drauf kommen müssen, aber ich habe es, ne? Also ich habe es halt für die Erwachsenen immer nur verwendet. Und in der ehrenamtlichen Tätigkeit, die ich wie gesagt seit 6 Jahren nebenbei mache, da habe ich das nie so stark einfließen lassen. Natürlich durch mich als Person hat es schon seinen Anteil gehabt, aber ich habe nie dort Techniken oder so angewendet, die ich aus dem Erwachsenenbereich schon gekannt habe. Und die Brücke, die hat mir quasi das Institut für Potenzialentfaltung ermöglicht. Also ist eine totale Bereicherung für mich. Es ist immer wieder inspirierend, sich mit Daniel zu unterhalten, von ihm aus, von seinem Erfahrungsschatz zu profitieren. Und was ich bei Daniel auch lernen durfte, es gab manchmal auch Sachen, wo ich so dachte, so, hä, was macht er da? Aber in dem Moment, wo ich mich mit ihm darüber unterhalten habe, er hat diese Fähigkeit, Menschen quasi die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Und plötzlich haben ganz viele Dinge für mich Sinn gemacht. Oder ich habe es eben immer nur von einer Seite gesehen. Und der Daniel hat mir ermöglicht, dass ich mir meine andere Seite angeguckt habe. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, das geht ja auch. Oder ich kann das und das miteinander verknüpfen und dann macht es noch mehr Sinn. Und ich erlebe den Daniel einfach auch als einen sehr offenen Mensch, der mit Herz bei der Sache dabei ist, wo bei mir auch immer der Funke so überspringt und wo ich aber auch gut in den Austausch gehen kann. Also ich empfinde es einfach immer sehr bereichernd, sich mit ihm auszutauschen. Also bei mir ist echt mittlerweile schon so, ich freue mich oft schon Wochen vorher drauf, dass wieder ein Seminar ist. Erstens, weil man die Leute wieder sieht. Das IPE ist wirklich eine Art Familie, wo man sich gegenseitig hilft. Jeder Coach ist zwar selbstständig, freiberuflich tätig und dennoch sind wir ein Netzwerk. Wir arbeiten zusammen, wir ergänzen uns, wir telefonieren mal miteinander, wir tauschen uns per Mails aus. Wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder so, dann weiß ich immer, ich kann jemanden anrufen, ich kann auch den Daniel anrufen und dann finden wir eine Lösung. Oder man hat auch Teil an dem Erfolg der anderen. Wenn einer mal wieder auf Facebook postet, ey, das und das hat gerade funktioniert oder eine Schule hat mir gerade einen Auftrag gegeben und so. Wir ermutigen und motivieren uns einfach gegenseitig. Und bei den Seminaren ist es echt so ein Ankommen und Freuen auf die anderen. Und an jedem Abend ist es anders. Also heute Abend merke ich so, boah, der Tag war ganz intensiv, ich nehme ganz viel mit. Und ich freue mich jetzt auch gleich ein bisschen Ruhe zu haben, um das eben so ein bisschen sacken zu lassen. Und es gibt andere Tage, wo wir dann abends noch irgendwie zum Essen gehen oder gemeinsam spazieren gehen und man ist so im Austausch und es ist einfach sehr bereichernd.